Was geht ab? Läuft es? Was geht ab? Wir haben Freitag, Donnerstag, glaube ich. Donnerstag, den 17. August, September, glaube ich, 2020. Mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 2038 Abonnenten, einer mehr als letztes Mal, wunderbar. Und 501.000 Klicks, ja, wunderbar. Eins vorweg, ja. Wir reden gleich kurz über Eintracht Frankfurt. Das Bernhard TV Bundesliga Tippspiel, ja. Ich wurde gefragt, ob wir das weiterführen, ob wir das auch zur neuen Saison machen. Ich denke mir, ja klar, warum denn nicht? Letzte Saison war einfach nur Chaos. Ich hatte absolut so voll 1000 Sachen um die Ohren und konnte mich gar nicht darauf konzentrieren. Dann kam auch noch Corona und es war alles ganz komisch, deswegen ist es so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber ich wurde gefragt, wenn ihr Bock drauf habt, lasst mal machen. Ich bin mal gespannt, wer jetzt nach dieser spontanen Idee, das wieder einzuführen, weiter fortzuführen, hier weitermacht. Es war gerade ein Armutszeugnis an deutscher Sprache, aber okay. Ich werde den Link, ich habe es noch nicht gemacht, ich kam noch nicht dazu, aber ich werde das gleich machen. Werde dann den Link zum Bernhard TV Bundesliga Tippspiel Runde 4 oder 5 mittlerweile als ganz oben unter dieses Video in den Kommentaren posten. Da könnt ihr draufklicken, euch anmelden und dann könnt ihr mit uns zusammen in der Bernhard TV Community die Bundesliga Ergebnisse tippen die ganze Saison über. Es gibt immer Punkte und die Regeln stehen da. Aber wenn ihr einen Sieg richtig, also wenn ihr richtiges Ergebnis getippt habt, kriegt ihr 3 Punkte, habt ihr die richtige Tendenz, also den richtigen Sieger ermittelt oder sowas, kriegt ihr einen Punkt und so weiter und so fort. Ja, die Regeln sind eigentlich selbsterklärend bei Kicktipp. Könnt euch nochmal nachlesen, aber es macht Spaß. Meldet euch an, wenn ihr Bock drauf habt und mit uns tippen wollt. Ja, wir hatten mal zu Hochzeiten hier, hatten wir über 120 Mitspieler. Das war schon krass, ja. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so mit weniger Promotion, sage ich mal, laufen wird und sowas und wie viele Spieler wir kriegen. Wenn wir über 10 Spieler an den Start kriegen, bin ich schon happy pants. Ja. Mal gucken, ja. Also, ey, der Link kommt. Bernhard TV Bundesliga Tippspiel geht weiter. Falls ihr Bock habt, unter dem Video direkt steht der Link. Meldet euch an. Übermorgen, glaube ich, geht ja die Saison schon los. Ja, so. Also, Eintracht Frankfurt. Ja, was gibt's Neues bei Eintracht Frankfurt? Oh, scheiße, Alter. Ich hatte jetzt letzten Tag, was habe ich mitbekommen? Also, Paciencia ist dann tatsächlich gewechselt nach Schalke auf Leihbasis. Ich weiß gar nicht, sind die Modalitäten da jetzt eigentlich bekannt geworden? So, weil ich habe irgendwo aufgeschnappt bzw. gelesen, weiß nicht, ob es stimmt, wenn es denn stimmen sollte, dass Schalke eine Kaufpflicht hat nächste Saison, ja. Wahrscheinlich, wenn er so und so viele Einsätze hat oder sowas, ich weiß nicht, wie das dann geregelt ist genau. Wenn es denn so wäre, dass Schalke uns jetzt 2 Millionen zahlt und nächstes Jahr dann, was war das, 9, 10 oder 11 Millionen nochmal durch die Kaufpflicht, dann wäre, dann muss man sagen, es ist ein guter Deal. Auch wenn Eintracht Frankfurt gerade Geld braucht, aktuell, Schalke aber kein Geld hat momentan, also nicht so viel zur Verfügung anscheinend, um für ihn zu bezahlen. Aber wenn es denn eine Kaufpflicht geben sollte und Schalke wird ihn nächstes Jahr kaufen, finde ich es schade um Gonzalo, aber dann finde ich, ist es eigentlich ein guter Deal. Ja, in 2 Jahren aus 3 Millionen, über 10, also eigentlich über 12 gemacht, vervierfacht. Schade nur, ich hasse es, ja, wenn wir Konkurrenz stärken, ja, das ist schade, aber gut, wenn es denn so sein sollte, muss man einfach sagen, à la Bonheur, Freddy Bobic, ist eigentlich ein guter Deal, ja, wenn es nicht so sein sollte und wir uns aktuell, ich meine, ey, morgen geht die Saison los, verdammte Scheiße, gut, Eintracht spielt übermorgen, glaube ich, aber scheiß drauf, 3 Tage vor Transferbeginn, wenn du dir einen Bundesliga, muss man schon sagen, erfahrenen und soliden, erprobten Spieler, der sich in der Liga da bewiesen hat, abgibst und keinen adäquaten Ersatz holst. Auch wenn du einen holst, das ist dann natürlich mit der Integration, er hat die Vorbereitung nicht mitgemacht, der kennt die Spieler noch nicht, das dauert dann alles. Da macht man sich selbst Baustellen auf, hat man ja so oder so, ja. Aber wenn die Kaufpflicht greift, profitierst du nächste Saison darüber, davon. Und dann egal, wie das Ganze mit Minus durch Corona-Krise weiterlaufen wird, weißt du einfach, nächstes Jahr kriegst du dann nochmal 10 Millionen. Das ist eigentlich gut. Wobei, bei Haller hätten wir auch noch irgendwie 100 Milliarden kriegen sollen oder sowas, ja, 26 Millionen und sowas. Was ist das eigentlich? Hallo? Darüber habe ich ja noch gar kein Wort verloren, weil ich gar nicht dran gedacht habe, aber verdammte Scheiße, diese Bastarde schulden uns Geld und ich verstehe sowieso nicht, wie der Deal da, was sind das für Deals? Du gibst uns jetzt ein paar Millionen und nächstes Jahr 20 Millionen was? Das,
Mir gefällt es gar nicht, ja. Was für eine Scheiße, ich gebe doch nicht meinen Leistungsträger ab, dir, ja. Da kannst du mir auch 100 Millionen zahlen, wenn du mir das in 4 Jahren zahlst, klingt das wunderbar. Aber das ist weder Fisch noch Fleisch. Du kannst dich punktuell nicht konkret richtig hundertprozentig verstärken und auf die Dauer, das ist also, ich kann es schon verstehen, man kann da schon ein bisschen was so, ja, Planungssicherheit für die nächsten Jahre, was für eine Planungssicherheit, verdammte Scheiße, wenn man sich gedacht hat, ja, okay, wir machen den Deal und haben nächstes Jahr nochmal safe 20 Millionen von oben, also nochmal beiseite, ja und, wo ist die Planungssicherheit, wo ist das Geld, was ist das ein Jahr später, was soll das überhaupt für eine Scheiße, Western, ja, wir haben uns an die FIFA gewendet oder UEFA oder sonst was, so ein Scheißreck, ich verstehe nicht, was das Problem ist, ihr habt eine Schuld, ihr Wichsers, dann gibt uns unser Geld, ja. Und wenn ihr es nicht zahlen könnt, dann gibt uns unser Spieler zurück, verdammte Scheiße. Ey, ohne Witz, ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist, ja. Und wenn die rumheulen, ich habe mich nicht mit denen beschäftigt, ja. Aber haben die andere Spieler verpflichtet? Haben die irgendwas gekauft? Haben die irgendwie Geld ausgegeben, ja? Ich bin null hinterher, ich habe keine Ahnung von West Ham, aber falls es denn so sein sollte, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, ja, verdammte Scheiße, ja. Jetzt, weil die rumhuren da und unser Geld ausgeben oder es nicht haben oder was weiß ich, was nicht wollen, zahlen, kacken wir ab, weil uns die 20 Millionen mit. Für 20 Millionen hätten wir uns 2, 3 krasse Spieler holen können, ja? Verdammte Scheiße, ich verstehe das nicht, ja? So, und nichtsdestotrotz, ja, wenn wie gesagt, Paciencia, wenn wir da Geld kriegen sollten, dann, also wenn Schalke eine Kaufpflicht hat, okay, wenn nicht, verstehe ich nicht. Das ist einfach jetzt, außer du hast schon einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen für jemanden, der einfach, ja, besser ist, hoffe ich, ja? Wenn jemand gleich gut ist wie Paciencia, bringt das uns nichts. Dann behalte ich doch lieber den Spieler, der sich seit 2 Jahren hier mustergültig verhalten hat, der cooler Typ ist, der integriert ist in der Mannschaft, der die Liga kennt, der schon bewiesen hat, dass er treffen kann in der Liga. Da brauche ich doch kein Risiko für irgendwas Neues und sowas, ja. Wenn, dann muss es jemand Besseres sein, dass man das Risiko eingeht, jetzt 3 Tage vor Saisonbeginn seinen Stürmer Nummer 3, 2, 3, je nachdem, wie es mit Dost läuft, so abzugeben. Ja, das kann ich sonst nicht nachvollziehen, ja. Muss einfach jemand sein, der noch für den Sturm kommt, ja? So, vor allen Dingen, weil du mit Dost jemand hast, der, ey, ich mag Dost, versteht das nicht? Ich mag Dost, ich mag diese Knipser-Stürmer, ja? Auch wenn der nicht Adi Hütter-Fußball perfekt dafür geeignet ist, aber der macht, der wird seine, wenn er fit ist, Thema Fitness, ja, wenn er fit ist und denkst, der wird seine 10, 15 Tore in der Saison machen, safe, ja? Aber das Fitness ist die Sache, wenn nicht, wird der längere mal öfter mal ausfallen, ja, und dann ist doch Paciencia sofort im Sturm drin, ja. Ache ist auch, ich mag Ache auch sehr von der Spielanlage her, wie er spielt und so, aber die ist 19, 20 Jahre alt, der muss sich an die Liga gewöhnen, das wird auch nicht so safe sein. Paciencia wäre bei uns 2 gewesen, so. Also, hätte sich wahrscheinlich mit Dost den 2. Platz geteilt, über die Saison verteilt, meiner Meinung nach, ja. Deswegen muss da jemand kommen. Was habe ich dann noch gehört, so? Kamada hat verlängert. Ey, sorry, ich war so beschäftigt die letzten Tage, das ging wahrscheinlich bei mir so, ich habe das nicht mal mitbekommen, es war ja schon vor lange bekannt und gestern Nacht lese ich das erst, ich so, was, geil, ja, bis 23 habe ich gelesen, wie die Vertragsmodalitäten dann im Endeffekt sind, wer wo was, wer bekommt, nicht bekommt, ist mir scheißegal, ich, von Anfang an war ich hier der Einzige, weil ich der Einzige bin, der auch hier redet, ja, war ich der Einzige, der gesagt hat, Kamada, verdammt scheiße, ich habe gesehen, wie er spielt, wenn er am Ball ist, das ist wie so ein Switch-Knopf und auf einmal siehst du so, auf einmal so High-Class-Fußball, ja, auch wenn noch lange nicht alles bei ihm immer funktioniert, auch wenn die Einstellung manchmal, die Motivation manchmal auch den einen Schritt mehr zu machen und nach hinten zu arbeiten und natürlich die körperliche Robustheit, die du in der Liga brauchst, das sind alles Faktoren, die noch kommen sollten und werden, sicherlich, meiner Meinung nach. Aber dieses Spielverständnis, diese Leichtigkeit, dieses Ballgefühl, was er hat und diese Spielintelligenz vor allen Dingen, das ist, da habe ich jahrelang gewartet, um so einen Spieler bei der Eintracht zu haben und jetzt hat er verlängert und jetzt erstmal safe. Jetzt bin ich. Was heißt, Vertragsverlängerung bedeutet heutzutage nichts mehr, ja? Ich bin jetzt nur relativ sicher, dass er nicht mehr diese Saison wechselt, ja? So,
jetzt vor der Saison. Und dass er für Eintracht richtig spielt. Wenn er den Vertrag nicht verlängert hätte, hätte letzte Saison bei der Eintracht gespielt, dann ist er nicht mehr hundertprozentig bei der Sache, wenn er weiß, nächstes Jahr ist er woanders, so safe, ja. Aber jetzt habe ich so Planungssicherheit für mich selbst. Ich weiß, er bleibt für die Saison, er wird alles geben, um sich noch bessere Mannschaften zu empfehlen. Das ist, so ist der Lauf der Dinge. Das wird nichts dran ändern, dass er jetzt den Vertrag verlängert hat, ja. Aber erstmal bin ich sehr zufrieden damit und freue mich auf eine geile Saison mit Kamada auf der 10. Und merkt euch meine Worte, er wird letzte Saison in den Schatten stellen. Letzte Saison hat er schon geniale Momente gehabt. Über die lange Saison noch nicht so viele, weil ey, der ist auch noch jung und es war seine erste Saison Bundesliga und hin und her. Aber es wird eine Top-Saison von Kamada werden, ja. Und was habe ich noch gehört? Es gibt Gerüchte, habe ich irgendwas gehört, dass man Marco Richter von Augsburg holen möchte auf die rechte Seite. Ja, okay, ja. Also ich habe irgendwie, also es ist gut, ist guter Spieler, so kann man nichts sagen. Aber ich denke mir so die ganze Zeit, jetzt noch so, ich habe so das Gefühl, als würde man hier versuchen, auf Teufel komm raus, erstmal nur noch deutschsprachige Spieler zu holen. Die letzten Transfers der letzten Jahre, der letzten ein, zwei Saisons, für mich gefühlt fast nur deutschsprachige Spieler, ja, fast nur deutsche Spieler, als würde man versuchen, so auf Teufel komm raus, Jogi Löw, du hast seit 200 Jahren nicht mal nach Frankfurt geguckt, um einen Spieler zu nominieren für die Nationalmannschaft. Trapp ist ja nur dritter Torwart bei dir, weil der bei Paris war. Bei der Eintracht hast du ja nicht nominiert. Kaum ist er zu Paris gewechselt, ach Trapp, du bist jetzt bei Paris, komm, Nationalmannschaft, ja. Und jetzt versucht man so auf Teufel raus, jeden deutschen Spieler zu verpflichten. So Hauptsache, wir kriegen auch mal Nationalspieler, ja. So habe ich das Gefühl, so jeder, der wir haben letztens, okay, deutschsprachige Spieler ist auch natürlich gut für das Spielverständnis, als ob man keinen Bock mehr hätte, irgendwie mit denen eine andere Sprache zu sprechen. Aber Zuba, Ilsanka, jetzt Richter ist in der Verlosung, letzte Saison Hinteregger fest verpflichtet, Trapp verpflichtet, Rode verpflichtet, Chor, Durm, und so weiter und so fort, ja. Das ist schon, also Bobic, planst du hier eine zweite deutsche Nationalmannschaft aufzubauen, ja, okay, mit ein paar Österreicher und Schweizern zwischendrin, so, ja. Das interessiert mich nur so, weil es ist okay natürlich, ja, wenn, ich meine, hallo? Verdammte Scheiße, es wird doch mal Zeit, dass einfach mal die halbe Nationalmannschaft stellt, ja, verdammte Scheiße. Aber ich denke mir dann so auch, wo sind diese richtig, richtig zugeguckten Ben-Manga-Transfers, ja? Mit zugeguckt meine ich so, dass du so drauf bist, dass du Dinge siehst, die sonst kein Mensch sieht, ja? Aber die dann einfach gut sind, ja? Also, dass du einfach irgendwo aus dem Buch der letzten Typ holst, den kein Mensch kennt, so, und das einfach so, was ist das, ja, und dann wird's voll gut und sowas, ja, und wo sind diese fantasievollen Transfers, so, ich vermisse das ein bisschen, so, ich mag diese Wundertüten-Transfers, wenn du so Dinger holst, die kein Mensch kennt, und dir da einfach einschlagen, ey, hier, ich will hier nicht parken, ich guck mal neuen Parkplatz, ja? So, das vermisse ich so ein bisschen, so, diese. Ich finde so, wenn du so Spieler holst wie Marco Richter oder ey, der ist jetzt nur so ein loses Gerücht, weiß nicht, ob da wirklich was dran ist, aber ja, so, dann ist es so, du weißt, was du bekommst, ja, mehr oder weniger kriegst du manchmal gute Talente mit Potenzial, noch sich ein bisschen zu steigern und sowas hin und her, aber dann, ich bin so ein Gambler, ja, ich zocke gerne, ja, und dann so, ja, du weißt, was du kriegst und du weißt, wohin das Potenzial geht. Wohin die Entwicklung gehen könnte, das weißt du dann bei solchen Transfers dann meistens so, ja. Okay, Kollege, dankeschön. So, ja, das weiß man dann so, ja. Aber ich vermisse diese Spieler aus dem Dschungel. So wirklich, die aus dem Nirgendwo kommen und wo einfach nichts darüber weißt und dann, oh ja, ich muss jetzt hier eine gekonnte Drehung vollziehen, warte. So. Okay, ja. Ja, wie gesagt, ihr wisst schon, was ich meine. Diese Jovic und Revic und Hallas, so, die wirklich aus. Okay, also die kamen schon aus Portugal, Holland und jetzt nicht aus dem Niemandsland, ja. Aber die niemand auf dem Schirm hatte, die aus dem Nichts kommen und die auf einmal einschlagen und du denkst, was? Also mit anderen Worten, ich will die Ben-Manga-Transfers, die uns gefühlt 0 Euro kosten und uns dann 50 Millionen plus einbringen. Das will ich doch. Das freut mich so. Und das weckt dann so Euphorie. Erstmal so, einfach verpflichtet irgendwelche Spieler. Du denkst, was ist das? Wer ist das? Keine Ahnung, nie von ihm gehört. Und dann guckst du zwei Spiele und denkst, boah, geil, Eintracht Frankfurt, wieder Euphorie, wir werden Weltmeister, ja? So, das will ich, das freut mich, ja, und das will ich haben, ja? Und die vermisse ich ein wenig, ja? Wenn es dann im Endeffekt einfach nur eine zweite Nationalmannschaft werden sollte und
mit grundsoliden, talentierten Spielern mit Potenzial, wie so Richter und sowas, bin ich jetzt auch nicht, dann sage ich auch nicht, okay, ja, na, ja, so, aber ich würde mir da schon ein bisschen mehr zocken. Ey, meiner Meinung nach, hol auf den Richter, so als deinen abgesaften Transfer, so, ja, dass du hast du deinen Spieler, der ist 22 oder so, spielt dann rechts außen bei dir, hast du so deine grundsolide Basis geschaffen, die auch gut ist mit Entwicklungspotenzial nach oben, und dann aber hol noch irgendwo holst du noch so irgendjemanden, so, neben keiner auf den Schirm hat, der mehr Ys und X und ZKs im Namen hat als jeder andere Spieler auf der Welt, ja, und dann soll der auch mal da sein, und dann auf einmal wird er seine Chance ergreifen und ausrasten, und wir verkaufen ihn in 3 Jahren für 50 Millionen. Das würde ich mir wünschen, ja. So, in dem Sinne kann ich noch einmal hier, ich muss kurz gucken, kann ich noch einmal hier das Burner TV Bundesliga Tippspiel erwähnen, ja, muss ich sogar erwähnen, euch vorschlagen, kommt unter das Video, ist ein Link, Kicktipp, ja, das dort wird alles organisiert. Ich muss noch den Link da reinschreiben, ich muss noch gerade alle heute alles starten und einrichten, und dann melden wir uns an, und wenn wir über 10 Stück haben, bin ich schon richtig happy, Pants. Ich bin gespannt, ja, 10, 20 Mitspieler, damit fangen wir an, und dann werden wir jeden Spieltag tippen und mal gucken, wer hier der beste Tippkönig ist, wer am meisten Ahnung hat vom Fußball und die besten Ergebnisse tippen wird, ja. In dem Sinne, haut rein, ciao, ciao, ich muss los, und ja, sagt mal, was ihr davon haltet. Welche Stürmer könnte noch kommen bei Eintracht Frankfurt? Rechts außen Marco Richter, ist das eine gute Entscheidung? Nicht eine gute Entscheidung? Denkt ihr, das passiert? Habt ihr auch sowas gehört, dass da was dran ist? Kamada, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sagt, dass die Kamada-Verlängerung eine schlechte Sache ist. Deswegen frage ich jetzt gar nicht danach. Ansonsten, was habt ihr noch gehört für Transfers? In diesem Rustic ist es ruhig geworden, weil der andere sich verletzt hat, Robben. Und ja, ansonsten, wenn es irgendwas Neues gibt, schreibt uns das Video, und dann sehen wir uns morgen. Girls.